Der Engel des Friedens. Und die Erde wird mit dem Frieden des himmlischen Vaters erfüllt sein, so wie das Wasser die Meere bedeckt. Ich rufe den Engel des Friedens an, dessen Atem freundlich ist und dessen Hand umhüllt von Kraft. Wenn Frieden regiert, herrscht weder Hunger noch Durst, weder kalter noch heißer Wind, weder Alter noch Tod. Wenn Frieden regiert, werden Tiere und Menschen nicht sterben, werden Wasser und Pflanzen nicht austrocknen, und an der Nahrung des Lebens wird es keinen Mangel geben. Es wird erzählt, dass die Berge den Menschen Frieden bringen und die kleinen Hügel Rechtschaffenheit. Es wird Frieden geben, solange Sonne und Mond wären, in alle Ewigkeit. Friede wird herabkommen wie Regen auf gemähtes Gras, als Schauer, die die Erde wässern. Wenn Frieden regiert, wird das Gesetz stark werden und die Kinder des Lichts werden die Führung haben. Von Meer zu Meer bis zum Ende der Welt. Die Friedenszeit hat ihre Quelle im Himmelsvater. Mit seiner Kraft setzt er Berge an ihren Platz. Und sein Wille scheidet morgen und abends, um sich des Lichts zu erfreuen. Er bringt auf Erden den Strom des Gesetzes, um sie zu wässern und ertragreich zu machen. So macht er die Erde mit Regenschauern weich. Das Wasser fällt auf die Weiden der Wildnis und die kleinen Hügel erfreuen sich an ihrer Seite. Die Weiden sind auch mit Herden überzogen und die Täler mit Korn. Sie jubeln vor Freude und singen, O himmlischer Vater, bring deine Erde die Herrschaft des Friedens. Dann werden wir uns der Worte dessen besinnen, der früher das Gesetz den Kindern des Lichts lehrte. Ich gebe den Frieden deiner Erdenmutter, deinem Körper, und den Frieden deines Himmelsvater, deinem Geist. Lass beider Frieden unter den Menschensöhnen regieren. Kommt zu mir, all ihr Beschwerten und jene, die unter Streit und Elend leiden. Denn mein Friede wird euch stärken und trösten. Mein Friede ist voll überschwänglicher Freude. Darum werde ich dir immer danken nach alter Sitte. Friede sei mit dir. Und grüßt euch einander immer auf diese Weise, damit auf deinen Körper sich herabsenke der Frieden deiner Erdenmutter und dein Geist sich erfülle mit dem Frieden deines Himmelsvaters. Und dann wirst auch du Frieden unter deinesgleichen finden, denn das Reich des Gesetzes ist in ihnen. Und kehre zurück zu deinen Brüdern und gib deinen Frieden auch ihnen, denn glücklich sind jene, die um Frieden ringen, denn sie werden den Frieden des himmlischen Vaters finden. Gib jedem deinen Frieden, so wie ich meinen Frieden dir gegeben habe. Denn mein Friede ist von Gott. Friede sei mit dir.